Unser Weingut liegt in der Pfalz. Meine Philosophie, ich führe jetzt in der dritten Generation das Weingut meines Vaters fort. Die Philosophie, alles, die Produktion, alles in eigenen Weinbergen. Das Wichtigste beginnt immer, für einen guten Wein zu machen, mit der Produktion der Trauben. Darauf legen wir höchsten Wert, die Qualität der Trauben zu ernten. Natürlich sind wir da sehr von der Witterung abhängig, aber wir versuchen immer, die beste Qualität aus unseren Weinbergen zu ernten. Das ist die Grundvoraussetzung für einen guten Wein. Unsere Region Dirmstein liegt in einem sehr milden Klima, in einem sehr regenarmen Gebiet in der Pfalz. Bei uns wachsen besonders sehr gut die Burgunderweine in unserer Gegend. Das wird auch öfters durch einen Burgunderwettbewerb bekannt gemacht. Sehr gute Burgunder, sehr gute Riesling. Auch durch das milde Klima sind wir in der Pfalz sehr verwöhnt, dass alle Rebsorten hier wirklich sehr gut gedeihen. Das ist ein positiver Vorteil unserer Region. Ja, in so einem Winzerjahr, das geht so schnell vorbei, weil es ist als Winzer wirklich immer sehr arbeitsreich. Klar ist der Zeitpunkt, wenn die Ernte beginnt und man die Weine dann auch schon, die Trauben erntet und die Weine im Keller während der Gärung probieren kann. Das ist also der besondere Moment für einen Winzer, weil wir da der ganze Lohn des Jahres einfahren. Und wenn die Ernte und das alles in dem ganzen Jahr gestimmt hat und man probiert das, dann kommt da schon ein Glücksgefühl auf. Ja.